So, willkommen zu einer neuen Folge. So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute mal wieder. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, beziehungsweise zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Ich sehe den Adi schon wieder da hinten auf dem Schrank und wundert euch nicht, ne? Wer die letzten Streams gesehen hat, der weiß schon Bescheid, der hat das schon gesehen, beziehungsweise bis das Video hier online kommt, ist der Bart bestimmt wieder zurück. Es ist ein bisschen warm draußen, ohne Haare schwitzt ihr auch nicht so sehr, deswegen habe ich mir aus Versehen den Bart abgemacht. Aber darum geht's nicht, denn wir wollen heute wieder was testen. Wir haben die Fanda, what the fuck, ach, what the Fanda gesehen. Ich muss sagen, die habe ich schon mal letztens gekauft und ich hatte so einen Durst, habe ich die einfach getrunken, ohne die zu testen. Jetzt habe ich gedacht, ist es an der Zeit, die nochmal rauszuholen. Dafür gehen wir mal hier in den Schrank, damit ihr seht, wo ich sitze, versuchen hier das aufzumachen und da diese Fanda rauszuholen. Ungefähr so. Und dann steht die hier, sieht das nicht gut aus. Ist jetzt bestimmt 5 Minuten gerade drin gelegen, aber ich habe einfach gerade Durst, deswegen muss ich die noch trinken. Kennt ihr das, ja? Fanda ohne Zucker, das heißt, es schmeckt sowieso wieder nicht. Fanda, what the Fanda, WTF. Das soll ja so sein, dass da nicht draufsteht, nach was sie schmeckt und ihr irgendwie probieren sollt und erraten sollt, was das für ein Geschmack ist, was das sein soll und könnt das dann angeben. Steht das überhaupt irgendwie? Achso, kannst du das Geschmacksrätsel lösen, probieren, scannen, Hinweise erhalten? Teilnahmezeitraum 15.04. bis 31.08.2021. Ich habe keine Ahnung, mit was ich das scannen soll, deswegen fällt das eh wieder flach. Überall ist einfach ein Barcode zum Scannen. Mit was scanne ich das, Bruder? Einfach einen Scanner runterladen im App Store oder im Play Store und dann einfach alles scannen, was man sieht. Ist wahrscheinlich so. Habe ich aber keinen Bock drauf. 6 Portionen Fanta. Wir werden das jetzt mal hier einschenken. Werden das mal probieren, wie das schmeckt, was das sein soll. What the Fanta, ja. Jetzt muss ich wieder blöd gucken fürs Thumbnail. So, das zischt. Es riecht auf jeden Fall brechsüß, aber es ist ja ohne Zucker. Das heißt, es ist wieder komplett voll mit Süßungsmitteln. Sieht auf jeden Fall aus wie Frostschutzmittel. Frosch. Froschschutzmittel, wir müssen die Frösche auf jeden Fall schützen, wenn die das selber nicht machen. Wir packen mal schön das ganze Glas voll. Das ist ja jetzt eine Portion, ja. Sind ja 6 Portionen drin. Mal gucken, ob das so aufgeht. Wir wollen demnächst auch die Regenbogen-Challenge machen. Da wäre so ein blaues Gesöff ganz gut, aber ich glaube, wir machen das mit Blue Curaçao, dass das eben besser passt. Adi ist auch hier am Start, guckt schon ganz verdutzt. Adi, was sagst du? Riech mal. Wie riecht das? Nicht? Er ist jetzt nicht so, ein bisschen zurückgezuckt. Also, nee. Riecht jetzt erstmal wie irgendwie so Traubenzucker aus der Apotheke. Bäriger. Brombeer. Brombeer, Blaubeer, sonst was. Hier stehen noch diese komischen Trinkpäckchen von Sandra. Blueberry Marshmallow Geschmack. Irgendwie, vielleicht ist das genau dasselbe. Wir wollen das jetzt mal probieren und mal schauen, was das ist. Schmeckt wie irgendwelches Eis, was aufgetaut ist, was zerlaufen ist, wo ihr einfach den Rest zusammenkratzt, alles Brei, der süß ist. Süßungsmittelmäßig, so richtig fruchtig, würde ich jetzt gar nicht dazu sagen. Ich finde, es riecht auf jeden Fall fruchtiger, als es schmeckt. Hat ein bisschen was von Bubblegum-Note vielleicht mit drin. Ja, weiß ich nicht. Was Bäriges. Es wird sicherlich was Bäriges sein, aber gleichzeitig auch irgendwelche Kräuter mit bei, wie bei Birnemelisse zum Beispiel oder Hibiskus, Kirsche oder sowas. Also immer irgendwas Besonderes mit drin.
durch das Zerro am Ende hat das auf jeden Fall so einen ekligen Nachgeschmack, dass sich bei mir schon wieder der ganze Magen zusammenzieht, wenn das Zerro ist. Ist auf jeden Fall nichts, was ich jetzt zum Durstlöschen trinken wollen würde. Es ist jetzt eigentlich gut gekühlt, obwohl es nur kurz im Gefrierfach war, aber es ist auf jeden Fall kein Genuss. Ich würde jetzt einfach sagen, das ist der Blueberry Marshmallow Geschmack, ja. Weil ich das Trinkpäckchen vor mir habe, tue ich das jetzt auch einfach mal so einschätzen. Mir ist eigentlich komplett egal, was es ist. Ich weiß auf jeden Fall nur, dass es irgendwie richtig räudig ist und ich es nicht nochmal kaufen würde. Wäre das nicht Zerro, wäre das jetzt mit Zucker, dann wäre das vielleicht eine schön erfrischend kühle, fruchtige Fanta. Aber so ist dieser extreme Nachgeschmack, den ich richtig schlimm finde. Wir wollen das jetzt mal nehmen. Wir tragen das mal kurz rüber. Und fragen mal die Mama, das Muttertier, ja, was die dazu sagt. Magst du mal einen Schluck probieren? Will mal sagen, wie das schmeckt? Was das für eine Sorte ist? Der Adi will schon wieder aus dem Fenster hüpfen. Sieht aus wie dein Oberteil. Was für eine Sorte ist, weiß ich nicht. Irgendwas Bäriges, fruchtig, ist es süß. Also zu süß ist eigentlich nicht. Fruchtig ist es, ja. Schmeckt eigentlich ganz gut. Oh, es schmeckt ganz gut. Ja, aber merkt doch, dass ja kein Zucker dran ist, dass im Abgang immer dann so anders ist, oder? Alles, was Siro ist, ist doch hinten raus. Ohne Zucker, ja. Ja, ich will ja nicht meinen Willen aufzwängen, also meine Meinung. Dir schmeckt es auf jeden Fall gut. Ja, man kann es trinken, aber... Ja, trinken kann man alles. Manche trinken auch ihren Urin, wenn sie eingeklemmt sind. Ich weiß nicht, was es schmecken soll jetzt. Kaugummi? Nee, nach Kaugummi nicht. Aha, Bubblegum, Hammer's. Guckt euch den an. Kaugummi. Oh, schnell, ich muss. Was, du musst, das kann ich auch machen. Adi, Schatz. Nicht, dass der dann aushüpft wieder. Adi, wo willst du hin? Du sollst nicht immer aus dem Fenster hüpfen. Nicht hüpfen, Adi. Aus. Pfui. Ei. Ja, der war ja die ganze Zeit nicht hier drin. Ja, dann ist egal. Also der Mama schmeckt es natürlich wieder. Mir schmeckt es jetzt nicht so. Der Adi setzt sich hin, der macht sich schon mal bereit. Der Adi hat alles im Blick. Habt ihr die schon mal probiert? What the Fanta? Eigentlich dachte ich, die gab es schon vor 10 Jahren. Aber dieser Aktionszeitraum sagt mir, dass es vielleicht die öfters gibt. Aber immer mit einem anderen Geschmack. Und immer wieder müsst ihr neu erraten. Aber immer sieht sie blau aus, oder? Weil ich kenne die nur so blau, aber schon ewig lang und nicht erst seit April. Keine Ahnung. Wenn ihr auf jeden Fall wisst, was das für ein Geschmack ist, wenn ihr das schon mal hattet, dann schreibt es mal in die Kommentare. Guckt euch das Erdmännchen an. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.